Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie den Remote Desktop eines anderen Computers über die in Windows integrierte Funktion mit Remote Desktop verbinden, mit dem Computer im selben Netzwerk oder über das Internet verbinden. Sicherlich sind sich viele von Ihnen der Möglichkeit bewusst, einen Computer an einen anderen anzuschließen, um ihn zu verwalten oder Probleme zu lösen. Hierfür wird häufig Software von Drittanbietern verwendet. In diesem Video werde ich jedoch auf eine Funktion von Windows 10 wie Remote Desktop eingehen, mit der Sie von meinem PC aus eine Verbindung zu einem Remote Computer herstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Remote-Computer herstellen möchten, der sich in Ihrem lokalen Netzwerk befindet, müssen Sie sicherstellen, dass Remote-Verbindungen auf diesem Computer zulässig sind. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zur Systemsteuerung, System, Einstellungen für Remote-Zugriff. Aktivieren Sie im Bereich Remote Desktop der Registerkarte Remote-Zugriff die Option Remote-Verbindungen zu diesem Computer zulassen. Übernehmen. OK. Um einen anderen PC mit dem Remote Desktop zu verbinden, müssen Sie auch dessen IP-Adresse im lokalen Netzwerk kennen. In den meisten lokalen Netzwerken ändern sich diese Adressen jedoch ständig. Um auf den Remote Desktop zuzugreifen, sollten Sie dem Computer, für den Sie den Zugriff konfigurieren möchten, eine statische IP-Adresse zuweisen. Dafür machen wir Folgendes. Gehen Sie zu Systemsteuerung, Netzwerk und Freigabecenter. Klicken Sie auf den Link mit dem Namen des Netzwerks. Einzelheiten. Im Fenster Netzwerkverbindungsinformationen werden die IP-Adresse-Daten angezeigt. Insbesondere interessieren uns die Zeilen IPv4-Adresse, IP-Standard-Gateway, IPv4-DNS-Server. Informationen schließen und Eigenschaften öffnen. Wählen Sie die Komponente IP-Version 4 TCP IPv4 und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. Wählen Sie im nächsten Fenster die Funktion folgende IP-Adresse verwenden und folgende DNS-Adressen verwenden. Und wir geben ihm die Zeilen, die aktiv wurden, die zuvor erhaltenen Parameter ein. Okay. So stellen Sie eine Verbindung zu dem soeben konfigurierten Remote-Computer her. Führen Sie auf dem Hauptcomputer das Ausführen-Tool aus, indem Sie die Windows plus R-Taste drücken und geben Sie den Befehl msdsc ein. OK. Geben Sie im folgenden Toolfenster Remote Desktop-Verbindung in der Zeile Computer die IP-Adresse des Computers ein, zu dem Sie eine Verbindung erstellen möchten. Die IP-Adresse des Computers konnte beim Einrichten im Fenster Netzwerkverbindungsinformation angezeigt werden. Hierbei handelt es sich um die IPv4-Adresse. Verbinden. Das Windows-Sicherungssystem fragt nach dem Kennwort für das Computerkonto, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. Wir fügen es ein. Okay,
Manchmal warnt ein Sicherheitssystem, dass der angeschlossene Computer kein vertrauenswürdiges Zertifikat besitzt. Wir achten nicht und klicken auf Ja. Der Remote Desktop verbunden. Jetzt können wir alle Aktionen auf dem Remote Computer ausführen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie auf diese Weise den Remote Desktop des Computers mit demselben Netzwerk verbinden können. Wenn Sie auf den Remote Desktop des Computers außerhalb desselben Netzwerks und über das Internet zugreifen möchten, müssen Sie den Port 3389 an die IP-Adresse Ihres Computers auf dem Router weiterleiten und dann eine Verbindung mit der öffentlichen Adresse Ihres Routers mit dem angegebenen Port herstellen. Lassen Sie uns näher drauf eingehen. Um die öffentliche Adresse Ihres Routers herauszufinden, besuchen Sie die Webseite 2IP. Am oberen Rand der Seite sehen Sie die Adresse, bei der es sich um Ihre öffentliche IP-Adresse handelt. Danach machen wir folgenden Schritt. Wechseln Sie zu Ihren Router-Einstellungen, öffnen Sie dazu einen Browser und geben Sie die Standard-IP-Adressen des Routers in die LAN-Adresseliste ein. Alle Router sind unterschiedlich. Informationen dazu, wie Sie zu Ihren Router-Einstellungen gelangen, finden Sie in den entsprechenden Anweisungen. Da der DHCP-Server des Routers möglicherweise jedes Mal eine andere IP-Adresse für das Gerät ausgibt, reservieren wir diese. Wechseln Sie dazu in das Menü DHCP – Adressereservierung. Fügen Sie einen neuen Antrag hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken. Geben Sie im Feld MAC-Adresse die MAC-Adresse unseres Webservers an. Geben Sie im Feld reservierter IP-Adresse die gewünschte Adresse an. Lesen Sie den der Computer gerade hat. Status aktivieren. Speichern. Weiter machen wir das. Gehen Sie zum Menü Weiterleitung virtuelle Server hinzufügen. Geben Sie ein Service Port 3389, Inram Port 3389. IP-Adresse geben Sie die reservierte frühe IP ein. Protokoll Alle Zustand aktiviert. Standard-Service-Port nicht ändern. Speichern. Damit ist die Einstellung für die Port-Weiterleitung abgeschlossen. Gehen Sie jetzt zum Hauptcomputer und versuchen Sie auf dem Remote-Desktop des konfigurierten Computers zuzugreifen. Beachten Sie, dass Sie sicherstellen müssen, dass Remote-Verbindungen auf diesem Computer zulässig sind, wenn Sie eine Verbindung zu einem Remote-Computer herstellen möchten. Wie das geht, habe ich zu Beginn des Videos erklärt. Also, führen Sie auf dem Hauptcomputer das Ausführungstool aus, indem Sie die Windows plus R-Taste drücken und geben Sie den Befehl msdsc ein. Okay. Geben Sie im Fenster Remote Desktop Verbindung in der Zeile Computer die öffentliche Adresse des Routers ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und den Port des virtuellen Servers, der für die Übertragung erstellt wurde. Sie können die IP-Adresse des Routers sehen, indem Sie auf die Seite 2IP gehen, wie ich zuvor beschrieben habe. Verbinden. Das Windows-Sicherheitssystem fragt nach dem Kennwort für das Computerkonto, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. Wir stellen es vor. Okay. Manchmal warnt ein Sicherheitssystem, dass der angeschlossene Computer kein vertrauenswürdiges Zertifikat besitzt. Wir achten nicht und klicken auf Ja. Remote Desktop ist verbunden. Jetzt können wir alle Aktionen auf dem Remote Computer ausführen. Das ist alles. Wenn mein Video für Sie nützlich war, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.